So, da sind wir auch schon wieder. Gut, wir müssen erstmal rasten gehen, weil Xoti und Konstantin wieder mal aufs Maul gekriegt haben. Die Ghule waren auch garstig, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass das die letzte Welle war, wo beide dann den Löffel abgegeben hatten, sonst hätte es böse ausgesehen für uns. Xoti hat aber eine andere. Akuter Ausschlag. Nee, das sollten wir wegheilen. Ganz dringend. So, wieder in der Speisekammer rasten. Und dann gucken wir uns gleich mal die nächste Herausforderung für unseren Survivor an. Und wenn er uns sagt, dass er neue Artefakte für uns hat, dann gucken wir uns das auch an. Okay, aber jetzt erst einmal die Wildschweinrotte. Genau die hier. Während der gewöhnliche Keiler selbst ein störrisches Tier ist, sind die massiven Keiler von Kasuari mit Tomaro-Weiß, Tapferkeit und Wildheit gesegnet. Ja, gucken wir mal. Ob die Schweinchen noch schlimmer sind als die Steak hier. Das könnte nämlich gut möglich sein. Wildschweine sollte man definitiv nicht unterschätzen. Stranger to fatigue and despair knows only to struggle until the very end. To one a wise boar has no comprehension of defeat, and in death still rages. Der Keiler, dem Erschöpfung und Verzweiflung fremd sind, weiß, was es heißt, bis zum Ende zu kämpfen. Tomorrow weiß, Keiler hat kein Verständnis für die Niederlage und kämpft selbst bis zum Tode noch. Überdauere und du wirst siegreich sein. Gute Jagd. Ich wette, die Menge würde eine Portion frisches Schweinefleisch lieben. Warum habe ich das Gefühl, dass das da nicht alles sein wird? So, dann brüllen wir mal. Xoti, hau gleich mal, dann nehmen wir das noch mit. Den Bogen. Ja, selbst die Wildschwein-Frischlinge sind schon ein Problemchen. Oh. Okay. Tötet bitte ein Wildschwein nach dem anderen. Weil jedes Mal, wenn wir es töten, wird es größer. Okay, Konstantin, heil dich. Xoti, mach mal die Heilung.
niedrige Gesundheit, Fenrir. Fenrir, stell dich tot. So, ist die Frage, wird die Sau dann noch größer? Nee, sieht nicht so aus. Tup-tup-tup. Konstantin heilen. Die Sau mal übernehmen. So, weil jetzt wird da noch ein größeres Wildschwein draus. Alof, feuer mal ordentlich. Den Herzschuss will ich mir erstmal verkneifen. Schlag's lieber zu Brei. Seraphin. Bisschen tot. So, das war das zweite Schwein. Jetzt noch das dritte Schwein weg. Hallo, sicher ist sicher. Du mach mal die kleine Heilung. Oh, und ich stehe mal wieder schlecht und treffe Alof die ganze Zeit. Oh, au. Da hat Seraphin das Hinterbein abgekriegt. So, spot jetzt aus den drei Großen noch was? Nein, spot nichts Garstigeres. Ein bisschen Geld. Kleine Heiltränke und Schweinefleisch. Und Stoßzähne. If a pack of our chosen cannot survive your wrath, then perhaps nothing is beyond your capacity to hunt. Wenn dein Rudel uns raus wird und dein Zorn nicht standhalten kann, dann ist vielleicht niemand vor deinen Jagdkünsten sicher. Nö, bestimmt nicht. So, wenn es dasselbe Muster ist, sollte jetzt der Geist des Survivors kommen. Oder uns wieder irgendwas erzählen. Ja. Der Anhalten der Applaus der Menge dämpft sich zu einem fernen Summen. Als auch das Summen immer leiser wird, taucht plötzlich vor dir die Erscheinung auf, die dir über dem Tal begegnet ist. How many desperate souls have spent the last shred of their existence in futile attempts to end yours? Wie viele verzweifelte Seelen haben den letzten Fetzen ihrer Existenz in dem nutzlosen Versuch hingegeben, die deine zu beenden? Mehr als genug. Nur einer hat's geschafft, einmal. Indem er einen riesigen Koloss besessen hat und meine gesamte Burg platt gemacht hat. Still you endure. Immerhin, du hast überlebt. Ja, ich hab halt die Macht des Quickloads. As each strike of the stone sharpens an obsidian blade, so too does each battle chisel away one's imperfections. So wie jeder Schlag mit dem Stein eine Klinge aus Obsidian schärft, so schleift auch jede Schlacht mehr deiner Unvollkommenheit ab. Aha. Until only the will to survive remains. Bis nur noch eins übrig bleibt, der Wille zum Überleben.
Du schon wieder, was willst du? Zeigst du dich allen Herausforderern oder nur mir? Welche Unvollkommenheit? Ungezügelte Bescheidenheit ist ja wohl kaum ein Makel. Wie viele Siege braucht es denn noch, um deine Neugier zu befriedigen? Nehmen wir mal die drei. Not all weaknesses are physical. Alof wirft dir einen gequälten Blick zu. Ja, weil ich stolz bin. Nicht alle Schwächen sind physischer Art. Ich wollte eigentlich eher sarkastisch sein statt stolz. They will open a path only to a champion. And only a watcher can walk it. Sie öffnet einen Pfad, aber nur für einen Meister. Und lediglich ein Wächter kann ihn beschreiten. Mhm. Wer ist denn wir alle? The faces of the hunt. Die Gesichter der Jagd. Oh ja, okay. Also, Wildschweiz der Gierspinne. Je mehr du mir darüber berichtest, was vor sich geht, desto besser kann ich dich unterstützen. The heart of the crucible has clotted. The flow of souls has been choked. Das Herz des Schmelztiegels ist erstarrt, der Fluss der Seelen ist erstickt. Those who perish here no longer feed Kazuwari their strength, but instead infest it with disharmony. Diejenigen, die hier sterben, können Kazuwari nicht länger mit ihrer Stärke nähren. Stattdessen füttern sie die Insel mit Zwietracht. But I am as a fish, attempting to describe the current. This will all be clear when seen with your own eyes. Aber ich komme mir vor wie ein Fisch, der die Strömung beschreiben soll, die ihn trägt. Es wird alles klarer, wenn man es mit seinen eigenen Augen betrachten kann. Ja, nachdem ich mit dem Stelgier im Tiefland fertig geworden bin, ist mir ein weiterer deiner Art begegnet. Das schlachtende Gesicht, die Verkörperung von Tomamawais Leidenschaft für das Töten. He was one of the rare champions to achieve victory in the Crucible without a pack. Er war einer der wenigen Meister, die den Sieg im Schmelztiegel errungen haben, ohne in einer Meute zu kämpfen. Also er hat es als alleine gemacht. Ja, auch ein anderer Geist ist mir erschienen, eine Frau in einem Mantel. The seeking face lurks above the slaughter she helped create. Das suchende Gesicht schwebt über dem Blutbad, das es selbst zu erschaffen geholfen hat. Mhm. Ich habe genug gehört. The deciding matches draw near. Fight with Tuamawai in your heart, and you will outlast all opposition. Wir nähern uns dem entscheidenden Kämpfen. Kämpfe mit Tuamawai in deinem Herzen und du wirst allen Gegnern gewachsen sein. Die Silhouette des Amanos verschwimmt und die Gesichtszüge lösen sich auf zu einem einheitlichen Leuchten, das sich kurz darauf in nichts auflöst. Und schon hörst du wieder das Toben der Menge. Another chat with the faces. Noch eine Unterhaltung mit den Gesichtern. Das überlebende Gesicht, um genau zu sein. Ich kann ihn anlügen und sagen, das schlachtende Gesicht, aber das überlebende Gesicht. Strange, I didn't see or hear anything. Seltsam, ich habe nichts gehört oder gesehen. Perhaps you're more attuned to them now. Vielleicht bist du jetzt besser auf sie eingestellt. Or maybe it's because you're among the stones of the Crucible. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass du dich zwischen den Steinen des Schmelztiegels befindest. Regardless, you seem to be on the right track. Keep at it. Wie auch immer, du scheinst auf dem richtigen Weg zu sein. Mach weiter so. Ja, alle angeschlagen, bis auf ich. Bis auf mir. Ja. Was sagt, Tränke im Überfluss? Der Gürtel ist voller Energie. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er voll ist. Ah ja. Certainly. Gut, das heißt, wir stellen uns als nächstes den Automaten. Ah, Watcher. I hear tale of another artifact ripe for the reaping. Okay, reden wir erst mit ihm. Welcome back. Willkommen zurück. I hope I can be of service. Ich hoffe, ich kann dir helfen, Freund. Hast du irgendwelche Gerüchte über Artefakte für mich? Ja. Where is the hunter as interested in the past as the present? Das kennen wir schon. Das überlebende Gesicht möchte, dass du einen Überlebenden findest. Clinging to life in a harsh waste. Alone among the shifting sands. Seek a stone there. Forged in the heart of the world.
Sich hat das Leben in einer unwirklichen Einöde klammernd, einsam zwischen den wehenden Sanden. Dort sollst du einen Stein suchen, gespielt im Herzen der Welt. Er hält inne, öffnet seinen Mund, als sollte er weiter reden, doch schweigt stattdessen. You now know, as I know. Du weißt jetzt Bescheid, so wie ich es tue. Er verneigt seinen Kopf vor dir, doch seine Augen, die unter seiner buschigen Augenbraue hervorblicken, bleiben auf deiner fixiert. Hast du noch mehr Gerüchte? Nein. Okay. Das heißt, wir haben jetzt...